Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Miami. Es folgt der dritte und letzte Teil der 12-stündigen Fahrt entlang Floridas Küste. Heute mit einer Tour durch Miami. Dieses Video ist lang, also fangen wir direkt mal an. Bester Reim. Fast 7 Stunden unterwegs. Ich sag's dir, also ich habe nicht fast gewusst, 7 Stunden. Dass YouTube so viel Arbeit ist. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das gar nicht mitgemacht. Also wir haben wieder Benny dabei von Banana Joe Tours. Und Banana Joe ist ein Stichwort. Die Leute, die unter euch, die wissen, wo der Name herkommt, kennen wahrscheinlich auch mehrere Bud Spencer und Terence Hill Filme und wissen, dass einige davon in Miami gespielt haben. Ich habe jetzt nicht vorher rausgesucht, dass wir alle Locations abfahren und sonst was. Wollen natürlich auch anderes zeigen für die Leute, die sich nicht für Bud Spencer und Terence Hill interessieren. Das gibt's gar nicht. Das kann gar nicht das sein. Das darf man nicht. Das Aber auf jeden Fall das Fontainebleau Hotel, einer meiner Lieblings-Bud Spencer und Terence Hill Filme. Zwei bärenstarke Typen wurde da zu einem sehr großen Teil gefilmt. In diesem Hotel sind sie und da haben sie Leute verprügelt und dumme Sprüche gemacht und noch mehr Leute verprügelt und dann noch mehr Sachen gemacht. Und sie haben den alten Cadillac mit den Hörnern vorne gefahren. Richtig, genau das. Das sind die billigen Häuser wieder hier. Die billigen, da ziehe ich gar nicht erst ein in sowas. Die Rückseite der Vorderseite. Die Rückseite der Vorderseite. Billigen Häuser. Die Rückseite der Vorderseite oder die Vorderseite der Rückseite? Was weiß ich? Ich würde eher sagen, die Vorderseite der Rückseite. Okay. Wir fahren jetzt nach Miami Beach und Miami Beach liegt direkt in Miami. Und was viele nicht wissen, ist, das sind eigentlich zwei verschiedene Städte, die gar nicht zusammengehören. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine andere Stadt, die heißt North Miami Beach. Das ist auch wieder eine ganz andere Stadt. Jetzt kommt ein Star nach dem anderen und eine coole Städte nach der anderen. Also bleibt dran. Machen wir. Fontainebleau. Die blaue Fontäne. Ja, Fontainebleau, Cordon Bleu, alles ganz egal. Dieses Hotel hat eine Menge Geschichte. Zum Beispiel Präsident Junior Bush hat hier immer das komplette Hotel gemietet. Mhm. Und es gibt zwei Teile. Einmal den traditionellen Teil hier drüben links und der neuere Teil, das nennt sich Tresor. Das ist ein bisschen luxuriöser. Mhm. Und hier holen wir auch ziemlich viele Kunden ab. Ich persönlich würde das Fontainebleau nicht empfehlen, weil ich finde, für den gleichen Preis gibt es auch schönere Plätze. Ja. Aber Geschmack, darüber lässt sich ja bekanntlich streiten. Ganz richtig. So, jetzt habe ich eine Story. Und zwar genau da ist der Würstchenstand. Der Würstchenmann, der Spion. Entweder genau da oder da. Ich glaube wahrscheinlich da, weil es genau gegenüber vom alten Teil des Hotels ist, wo halt alles spielt. Wo sie am Anfang dann ankommen, wenn sie da mit dem reichen Schlitten ankommen, ist genau hier. Genau hier kommen sie an mit dem geilen Cadillac, mit dem goldenen und wir werden nicht weitergelassen. Nein, wir wollen hier nicht ins Hotel, wir sind zu toll. Wir sind nur Fans des Hotels. Und da ist der Eingangsbereich, des Hotels. Genau da gehen sie. Was? Ich dachte, wir sind Bud Spencer-Fans. Ja, genau. Das ist doch einfach, das ist gar kein Hotel, oder? Das ist einfach nur eine Filmkulisse, oder? Von Bud Spencer. Auf jeden Fall hier, da drin, genau da drin, ist der Eingangsbereich des Hotels. Ich zeige auch ein Foto von mir, wie ich da war vor 5 oder 6 Jahren. Und das wurde tatsächlich alles hier gedreht, ja. Ich glaube, ich habe Bud Spencer gerade gesehen. Da ist er. Er ist aus den Wolken erschienen. Ja. Baustil hier ist einheitlich, das nennt sich Art Deco, so ähnlich wie Bauhaus. Alle Menschen auf der Welt kennen das berühmteste Art Deco Gebäude, nur sie wissen es meistens nicht. Du kennst es auch, weißt du welches es ist? Ne. Ich gebe dir einen Tipp, es steht in New York, es ist rot. Empire State Building. Gerade. Aha. Ja. Und wir fahren jetzt hier in die James Avenue und ihr müsst euch vorstellen, der ursprüngliche Art Deco Stil, da war hier komplett alles weiß. Art Deco darf nämlich eigentlich keine Farben haben. Dass jetzt Farben dazugekommen sind, wie jetzt hier zum Beispiel an der Fassade, das hat sich viel später eingebürgert und ist sozusagen zum Markenzeichen von Miami Beach geworden. Mhm. Und ein Hotel hat damit angefangen, das heißt James Hotel, und da fahren wir jetzt dran vorbei. Das nennt sich nämlich heutzutage tropischer Art Deco-Stil. Das gibt es eigentlich gar nicht, es gibt nur Art Deco, aber in Miami Beach tropischer Art Deco-Stil. Die ersten Anfänge davon, das könnt ihr jetzt gleich hier vorne sehen, sind etwas kitschig. Es gibt
Los Gott. Geht's, los geht's. Grün, mein Freund, grün. Wir haben keine Zeit. Meine Fresse. Dieser Autofahrer hier. Digga, hier ist der James und Hell. Da ist es. Oh, wow. Also ihr seht, heutzutage versteht man unter Art Deco-Stil denn doch einen etwas dezenteren Farbverlauf. Ja. Von innen übrigens genauso crazy wie von außen, ja, wenn ihr darauf Bock habt. So, und hier sieht man das jetzt schon, so wie es eigentlich normalerweise ist. So ein bisschen, okay. Wie sagt man, Pastell. Ja. Und hier vorne kommt jetzt die Lincoln Road, das ist die Haupteinkaufsstraße. Das Einzige, was ich hier nicht machen würde, ist einkaufen. Zu teuer, oder was? Viel zu teuer. So, hier ist jetzt die Lincoln Road. Ah, guck mal, sieht schön aus. Und das ist die auch Hauptflaniermeile, den in Ocean Drive. Da sind ganz viele tolle Restaurants. Es gibt viele Restaurants, die man hier durchaus empfehlen kann. Die sind sehr gut. Neben Restaurants, die überhaupt nicht empfehlenswert sind. Und die sind aber alle teuer. Das heißt, mit anderen Worten, bevor ihr irgendwo reingeht, guckt euch bitte die Reviews vorher an. Das Wetter heute ist natürlich nicht typisches Miami-Wetter. So. Nein, es also, ist vor allem nicht für die Jahreszeit, weil eigentlich die Trockenzeit anfängt und es merkwürdigerweise anfängt zu regnen. Ja, total. Macht alles Sinn, aber wir haben halt eben den Tag erwischt und wir machen das nun mal heute und dann haben wir eben ein paar Wolken. Du so, kannst jetzt rot. Eigentlich rausgehen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss. H&M gibt es auch, also nicht nur ultra teure Läden und Litz zum Beispiel, da kann man Cappies kaufen und so. Schöne Flüsse gibt es hier, aber ich sage euch jetzt schon mal, ich werde definitiv hier wieder herkommen irgendwann. Also nicht nur irgendwann, sondern bald. Dann sehen wir noch so einiges, also macht gerne eure Vorschläge. Auch Miami, was auch immer ihr sehen wollt. Ohne Ende in beide Richtungen. Starbucks gibt es natürlich auch, wie überall. Und ich werde, da sehe ich ihn schon hinten, in seinem Mercedes. Ich sehe, wie er nach mir guckt und auf mich wartet. Bleib stehen! Nein! Was ist das hier? Ein unechter Palmgarten. Schön. Ich habe dich gerade um eine Sekunde verpasst bei deiner anderen Rundfahrt. Hast du? Ja. Ich dachte schon, du hast eine hübsche junge Dame kennengelernt und ganz vergessen. Das wäre schön gewesen. Von ist übrigens der einzige Dönerladen von Miami Beach. Oh. Der gehört tatsächlich einem Deutschen und einem Türken. Ach, ja? Guck mal, in L.A. gibt es ja auch einen, da habe ich sogar ein Interview mit den Besitzern. Der ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, was die Deutschen wollen. Ja, wenn eins, dann Döner. Döner macht schöner. So ist es nämlich. Ganz schön viel Polizei hier, muss man sagen, übrigens. Spitfire, Döner Kebab. Ah, Spitfire, Döner Kebab. 15. Straße und Collins. Okay. Da haben wir den Dönerladen, Miamis. Geil. Hier ist die Espanola Way. Das ist eine Straße, die soll so ein bisschen an Espanola. Ja, kann man sagen. Und ist very touristy. Also es gibt in Miami Beach drei wichtige Straßen, von der 17. bis zur 5. Das ist das Haupttouristengebiet. Okay. Ocean Drive, Collins, Washington. Da seid ihr super safe, es ist alles in Ordnung, außer es ist gerade eine Schießerei. Das ist natürlich, also wählt nicht den Tag der Schießerei. Lustige Anekdote, es gibt ein kleines Lokal hier am Ocean Drive. Ja. Und ich hatte zwei Gäste, die waren dort quasi an dem Abend vor der Tour zu Gast. Und da ist eine Schießerei ausgebrochen. Oh, no. Und die haben mir eiskalt im Bus erzählt, die meinten, ja, wir waren gestern Abend da und da hat die Schießerei und alle sind weggelaufen. Und ich so, ja, okay. Und was habt ihr gemacht? Und die haben eiskalt gesagt, ja, wir sind nicht weggelaufen. Wieso seid ihr nicht weggelaufen? Die sagen, ohne Witz jetzt, die Drinks waren zu teuer. Ohne Witz, Leute, ohne Witz, das haben die ernst gemeint. Waren das deutsche Touristen? Ja, ja, deutsche. Die Drinks waren zu teuer, die haben ihr Leben dafür riskiert. Bloß kein Geld verschwenden. Dicker. So ist es richtig. Sage ich dann dazu, dass Versace, seine Villa, genau hier ist. Und er hat hier sehr, sehr
sag ich mal, extrovertiert, als einzige Privatperson gelebt, war dort ein Dauergast bei der Gaybar dort drüben und hat seinen Callboy auch dort kennengelernt, der ihn dann später vor seiner Haustür erschossen hatte. Und einer von unseren Tourguides, Elvin, der war an dem Tag dabei und er hat sogar, wo sich der Mörder versteckt hat, das Versteck sozusagen gewusst und mit der Polizei und so weiter. Was? Kann das alles ganz genau erzählen. Der Miami Beach Strand hier, direkt sehr weit und sehr schön, kann man definitiv nur empfehlen. Ist leider immer sehr voll. Heute ist ja nicht so wirklich Strandwetter. Oh, Digga, wir kommen gar nicht dahin. Das ist alles krass, guckt euch das mal an. Schnell. Dein Handy redet. Der Atlantische Ozean, ja. Hier haben wir den Atlantischen Ozean. Der ist quasi Stein. Und in den Stein kann das Wasser nicht reinfließen, deswegen fließt es nicht ab. Die beste Möglichkeit für das Wasser zu verschwinden, ist durch die Sonne zu verdampfen. Und wenn sie nicht scheint, no verdampfing. No damping. Ja, mit erfahrenem Werbeschild im Ozean. Geil. Ich hoffe, die haben nicht viel Geld dafür ausgegeben, weil heute haben sie definitiv ihr Geld verschwendet hier. Kapitalismus. Ja, ich meine, seht ihr das? Der Strand ist ultra groß, ultra lang. Ach, guck mal, das kann man nicht da hinten das Wetter nehmen und die Wolken einfach ein bisschen weiter nach da schieben? Du bist so viel an Photoshop beschäftigt. Ja, mehr gibt's ja. Ich meine, einen Strand hat jeder von euch schon mal gesehen. Das ist ein Strand. Und jetzt zurück zum Auto, damit wir kein Ticket bekommen. Mit einer kleinen Skandalnudel, der heißt Thomas Kramer, das ist ein Deutscher, der hat früher hier mal gewohnt. Und die meisten von den Hochhäusern, die man gleich am südlichen Ende von Miami Beach sieht, die sind von dem konzipiert und finanziert worden. Das Problem bei der Sache ist, es war gar nicht so richtig genehmigt. Merkwürdigerweise hat man sich aber erst, wie das in Miami so üblich ist, angefangen darüber zu beschweren, wo alles schon fertig war. Und man sagt, er hat sich damit eine goldene Nase verdient. Hätte eigentlich nicht passieren dürfen, weil alle Gebäude, die hier im Art Deco-Distrikt sind, eigentlich unter Denkmalschutz sind. Mhm. Ja, ist aber jetzt schon passiert. Und South Point Park war eigentlich auch teilweise mit Art Deco-Gebäuden bebaut. Und Thomas Kramer, eben der auch illegalerweise hier diese Hochhäuser gebaut hat, hat im Nachhinein die Häuser, die hier noch übergeblieben sind, auch abgerissen und diesen Park hier hingebaut. Also auch illegal. Drüben ist Fisher Island. Das ist der teuerste Platz in Florida zum Leben quasi. Die Geschichte dazu kommt gleich, wenn wir ausgestiegen sind. Sehr gut. Das gefällt mir. Hier steht auch Park Head In Only. Mhm. Aha, da haben wir den Beweis, dass das nicht erlaubt ist. Hier ist ein Haus mit einem Porsche davor und vielen netten Leuten. Dann mal rein da. Zwischen dem Jeep 4XR, das ist der Hybrid-Wrangler hier. Ach, der Plug-in Hybrid Wrangler 4XE. Noch nie gesehen, aber jetzt muss ich sagen. Sieht halt nicht anders aus. Ne? Bis auf das blaue Symbol hier. Mehr dazu gibt es auch nicht zu sagen. Hier ist ein großes Haus. Ein Rolls. Darin wird man schon geboren. Man sieht direkt, trotz Wolkenhimmel hier, ist das Wasser blau, türkis. Hier vorne, diesen Kanal, das nennt sich Government's Cut. Das gab es früher nicht. Da hinten, das war eigentlich das südliche Ende von Miami Beach. Ach. Und weil sie den größten Kreuzfahrthafen, genau dort vorne, das könnte jetzt, wenn wir auf die Steine hier vorne gehen. Ich glaube, auch eine Katze. Es gibt eine riesen Katzenplage in Miami Beach. Das ist die Miami Beach Katze. Oh. Hallo. Wir sind ein echtes Problem. Hallo. Boah, Digga. Da ist es wieder. Geil. Da ist es, das Werbeplakat. So geil, ey. Kannst du diese Insel hier vorne mit dem Containerschiff sehen? Das ist Dodge Island. Das ist eine komplett künstliche Insel und der größte Kreuzfahrthafen der Welt. Und da ist auch der Containerhafen von Miami drauf. Wir fahren nachher noch näher daran vorbei. Könnt ihr das richtig schön sehen. Jedenfalls die Geschichte an diesem Kanal ist, das ist der Government's Cut. Man musste quasi diese Öffnung hier in diese Insel Miami Beach reinmeißeln, reinhämmern, reinbauen, damit die Schiffe diese künstliche Insel erreichen können. Und dabei ist quasi Fisher Island entstanden. Ach. Und das ist eine super sichere Enklave für super reiche Leute.
Und das ist halt auch die einzige richtige Privatinsel hier in Südflorida. Und wenn man da hinkommen will, geht das nur per Fähre. Ach krass, also ist nicht mal über Brücke oder so verbunden. Nee. Und du kannst es auch nicht irgendwie besuchen. Also wenn du jetzt einfach so dahin willst, das geht nicht. Du musst da zu Gast sein, dort arbeiten. Ich selber war schon sehr oft auf der Insel, weil von meiner Tochter die Freundin dort wohnt. Und ich muss euch sagen, ich finde sie gar nicht so cool, weil es voll nervig ist. Du musst immer auf dieses Schiff warten. Ja. Und wenn ich meine Tochter jetzt abdroppen will, ja, dann musst du da erstmal. Ah, das ist nervig. Scheiße. Und wenn du auf der Insel bist, da brauchst du eine kleine Clubkarte. Und ohne die Clubkarte kannst du nicht mal in den örtlichen Kiosk gehen und eine Kleinigkeit kaufen. Du kannst da wirklich nichts machen. Also in der Mitte ist ein riesiger Golfclub. Ja. Und das Ambiente ist nochmal ganz gediegen. Also man hat dort einen Beachclub, einen Yachthafen, alle möglichen Arten von Annehmlichkeiten. Du musst dort eigentlich nicht weg. Privatschule und so weiter, Tennisplätze. Es ist eigentlich langweilig. Ja. Ich bin nicht begeistert. Ich habe eine Kundin, die dort wohnt. Die hat die Insel seit Jahren nicht verlassen. Und das ist für mich das beste Beispiel für einen goldenen Käfig. Ja. Also... Ich muss sie nicht haben, aber wie gesagt, Fisher Island. Und der Nickname von Miami ist Magic City. Und das kommt daher, Miami Beach wächst, oder Miami besser gesagt, wächst so schnell, dass wenn man ein paar Jahre nicht da war, das wird dir vielleicht auch gleich so gehen, das gar nicht mehr wiedererkennt, weil so viel Neues dazu ist. Ja. Katze! Das kann man gar nicht vergleichen mit dem Dreckswasser in Kalifornien. Da ist einfach so viel klarer und wärmer und alles. Greif sie an! Los, greif sie an, Katze. Die Katze denkt sich, gib mir Geld. Uwe da direkt natürlich zurück gegen von der Wahl ganz schön. Von hier hat man wirklich die Aussicht auf die ganze Landzunge von Miami Beach. Weißt du, was wir machen, wenn du nächstes Mal kommst? Wir machen eine Jetski-Tour und auf der Jetski-Tour fahren wir auch hier durch. Ich will nicht zu viel verraten. Ich buche schon mal mein Ticket für nächste Woche. Miami Beach ist offiziell Katzenland. Hier neben diesem Porsche und diesem Porsche haben wir auch noch ein Poster. Das erste Mal, dass ich ein Poster in der freien Laufbahn, Wildbahn sehe. Haben wir auch noch nicht. Ich glaube gar nicht, ehrlich gesagt, die sind gar, also kosten Geld, aber jetzt, ich glaube, dieser, das ist... Brembo-Felgen, allein schon, Bremsen, das alleine schon. Das ist. Na gut, aber ich glaube, das ist der Polestar 2, aber da steht es auch, okay, ist Polestar 2. Und das ist, glaube ich, der noch günstiger ist als der Polestar 1. Und den habe ich noch nie gesehen. Also habe ich einmal in einem Polestar-Laden in Santa Monica gesehen. So habe ich davon noch nie was gehört. Ja, das soll jetzt der Tesla, einer von den Tesla-Konkurrenten werden. Aber bisher scheinbar noch nicht. Ja gut, jeder muss mal klein anfangen. Ja, ich wusste nicht, dass es die überhaupt schon zum Verkauf gibt. Aber scheinbar schon. Und ihr könnt mir gerne sagen, ob es die auch schon in Deutschland gibt. Ein Hafenkonzert. Ah, Hafenkonzert, das klingt gut. Nein, nicht Hafenkonzert. Harfenkonzert. Hafenkonzert, was ist das denn? Ja, das ist so ein Gartenzaun, wo man reingrapscht. Okay. Für Wolfsie gegen Rio. Du hast die Filme auswendig. Ja, leider habe ich das. Leider sehr viel. Guck mal, da sind, guckt euch die Yachten an. Also wir fahren jetzt nach Star Island. Und weil Star Island nicht so große Yachten beherbergen kann, haben viele Stars, so wie Puff Daddy, ihre Schiffe hier in der Miami Beach Marina. Und hier ist Texas de Brasil. Wenn ihr mal richtig schwemmen wollt und keine Angst habt, ein bisschen Kohle dafür auszugeben. Wer Kohlen hat und oder die ausgeben möchte im Urlaub und gut essen will, hier. Die man hier
jetzt hier drumherum sind, sind alle künstlich. Und die Geschichte dazu ist richtig cool. Die haben Dodge Island, diese riesengroße Hafeninsel links, gebaut und hatten ganz viel Sand über. Und die Stadt selber hatte eigentlich keinen Plan, noch eine weitere Insel oder weitere Inseln zu bauen und hat den ganzen Dreck quasi verkauft an Karl Fischer. Und der hat einfach dreisterweise mit dem restlichen Sand noch diese Inseln gebaut. Unter anderem jetzt Star Island, wo wir hinfahren. Und hat das hier ist noch gar nicht Star Island? Das ist Star Island hier rechts. Ach so, das ist hier. Da fahren wir jetzt rauf. Ach, da darf man rauffahren, ja? Hör mal zu, ich will dir das doch gerade erklären. Ja, nee, ich höre nicht zu. Also Mensch, du. Also Karl Fischer hat diesen ganzen Sand genommen und hat den dann quasi benutzt, um diese Inseln zu bauen und diese Inseln dann später zurück an die Stadt verkauft. Ah. Und da sie quasi der Stadt gehören, sind sie somit öffentliche Inseln. Okay. Das Problem ist, sie sind nicht richtig öffentlich. Weil hier vorne ist so ein kleines Häuschen. Dann soll ich die Kamera kurz reinhalten wahrscheinlich. Nein, nein, wir sind doch dreist. Wir tun einfach so, als ob wir stinkreich sind. Mal gucken. Hallo. How are you? Kennst du noch die Szene von Scarface? Ja. Wo am Ende des Films so mit einem Magazin mit 5000 Schuss alle vom Balkon erschossen hat? Ja, klar. Das war das Haus. Krass. Scarface. Scarface hier. Scarface Villa. Und dann hier, kennst du noch den Film Bad Boys? Ja. Wo die am Ende des Films so quasi in der letzten Szene da so sitzen, draußen am Wasser. Das ist dieses Gebäude von der anderen Seite. Karl Fischer. Dieser Karl Fischer, der hat ja alles gebaut, der Schweinehund. Karl Fischer ist tierisch reich geworden, weil er den Sand billig gekauft hat und dann halt teuer an die Stadt zurückverkauft hat. Und deswegen nennt man heutzutage diese Insel auch den teuersten Dreck Amerika. Tony Goldman, der hat früher in New York in Soho einen Haufen Geld investiert und hat dann sozusagen das Viertel, das richtig runtergekommen war, für Artisten und all so eine Leute zugänglich gemacht, für wenig Geld. Ja. Und die haben den Publikum angelockt. Und dann haben sie sozusagen das Geld in das Viertel gebracht und man hat Stück für Stück mit Investoren das Ganze stattgefunden, mit einer Aufwertung des Viertels. Genau das ist Winwood auch. Okay. Ein Rezept dafür sind Graffitis. Lassen die Leute hier schöne Graffiti sprühen, das lockt Touristen an, die bringen Geld, Boutiquen öffnen und das Viertel wird langsam, aber sicher, sicher. Okay. Oder auch nicht so sicher. Und die Leute kommen hier immer hin und die denken, es ist sicher. Ich sag euch ehrlich, es ist nicht wirklich richtig sicher, sobald es dunkel wird. Es wird gerade dunkel. Ja, es sieht nicht allzu sicher aus, muss ich sagen. Erinnert mich ein bisschen an Art District Downtown, was halt so leicht sketchy ist. Das Lustige ist auch, wenn ich jetzt meinen Nachbarn den Burkan erzählen würde, dass ich heute in Winwood war, da ist das noch gar nicht angekommen, weil normalerweise diese Gegend hier ist dafür bekannt, Schießereien und all so ein, das ist direkt dem Overtown. Overtown ist die schlimmste Gegend von Miami. Wir sind wirklich 2-3 Blocks von Overtown entfernt. Naja, und die Touristen kommen hier immer so arglos hin und denken, das ist safe. Es ist hier nur auf der Hauptstraße tagsüber safe. Okay. Ein Urus und ein Aston Martin.
im Ghetto. Das Ding ist, es ist hier, als ich früher angefangen habe, in Florida zu leben, so Absturz gewesen, so wie diesen Zeltvideos, die du hast. Und man konnte hier echt überhaupt nicht rumlaufen. Und der Laden hier vorne an der Ecke, der gehört einem Bekannten von mir, heißt Wayne. Jones? Ah, und das ist ein Autoladen hier vorne. Und hier habe ich früher auch Autos repariert. Und da musste man wirklich mutig sein, sein Auto hier zu reparieren. Es war aber halt billig dafür. Und die sind alle Millionär geworden, weil jetzt das eine von den Hauptstraßen von Wynwood ist. Wir haben immer noch ihr Laden hier. Ja, interessante Ecke. Hier, hier noch ein Lamborghini. Da steht an der Seite ein Porsche. Ja. Rechts da an der Seite und darunter. Der gehört einem Kollegen von mir. Und da steht er schon seit ungefähr 10 Jahren. Und die machen nichts damit. Das hier ist die Miami, was hast du gesagt? Boombox. Da wird gefilmt. Haben Sie eine Lizenz zum Filmen, Freunde? Hast du denn eine? Ich habe mindestens eine. Aber habe ich nicht dabei. Das ist eher so ein Video, weißt du, einen Eindruck von den Sachen bekommen. Sagt doch in den Videos einfach, was ihr richtig, richtig gerne noch im Detail sehen wollt. Und das planen wir nächstes Mal für euch auch. Wie viele Daumen hoch kriegst du normalerweise in deinen Videos? 3 Millionen. Ja gut, wenn ihr 3 Millionen Daumen hoch habt, dann erzähl ich die Geschichte. Ja. Macht's 10 Millionen bitte, aber bei 30.000 Views. Guckt euch diese schönen Graffitis an. Tolle Bilder, schön. Hier war eigentlich das geilste Star Wars Graffiti überhaupt. Ja. Das haben sie jetzt übergemalt, schade eigentlich. Das war mein Lieblings. Und hier sind überall Läden drin oder was ist hier? Ist hier überall auch was drin oder sind nur Gebäude? Hier ist zum Beispiel ein Laden drin für Film, so Schauspieler können ihre Kostüme ausladen. Ach. Einladen. Ja. Lustig, dass man das überhaupt nicht sieht. Yeah. We back. Yeah. Free to return to that emo rap. Ain't no kilo stash. Augusta's son had to reload that. Daddy gone, but his legacy strong. How do you figure? I too thought I'd be dead. All things considered, but I'm living, thriving and growing, fighting opponents that I'm with it. Striving to know who died for the lowest. Don't you get it? The industry hope is trying to control us. I ain't with it. I got me a goal that's highly explosive with my wife and my baby. Das Gebäude war bis 1980 das höchste Gebäude von Miami. Ah, das, was du vorhin meintest. Das ist eigentlich gelb, aber wegen der Beleuchtung sieht es jetzt halt nicht aus. Bus und Bahn gibt's also auch nicht wirklich. Du kannst die Busverbindung zwischen Miami und Miami Beach benutzen. Sicher, aber alles, was jetzt nicht zwischen, also alles, was von Downtown weggeht, nicht Richtung Miami Beach, würde ich niemandem empfehlen. Okay. Und ist auch total unverlässig. Also die Zeiten, es gibt viele Busstationen, wo gar keine Zeiten sind. Ja. Also auch ähnliche LA-Verhältnisse. Ja. Die Infrastruktur von Florida ist definitiv dafür ausgelegt, Individualverkehr. Okay. Mit dem Auto. Also know that time will change. This entire frame is bound to go as far as it came. How you know it? The poets, they show it. I've been up in here, my lowest, the lowest. I can't control this or hold us. Till my final breath, I tell them this can go in the moment. So I pray over my daughter that a soul has soulless, you know. Und so ist es tatsächlich zum ersten Mal in meiner YouTube-Video-Laufbahn passiert, dass am Ende eines Drehtages beide meine Kameraakkus leer waren. Also nochmal vielen Dank an Benny. Natürlich guckt gerne bei ihm auf YouTube vorbei. Und wenn ihr hier seid und an einer Tour interessiert seid, könnt ihr natürlich gerne daran teilnehmen. Also vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an alle meine Patreonen, vielen Dank an alle YouTube-Mitglieder und PayPal-Donationen und vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt geht es weiter aus New York. Ich wünsche euch was und vielen Dank fürs Zuschauen. Peace.